Vielleicht ist das wirklich ein letzter Aufruf in meinem Leben und viele sagen zu mir, du brauchst Aufmerksamkeit, deswegen tust du das. Gut, dann sage ich dir was anderes. Die Aufmerksamkeit kostet mir mein Leben, denn das, was ich heute sagen werde, das ist die pure Wahrheit. Wir schauen heute eigentlich, was passiert ist in der Welt. Wir schauen heute die Kriege an, wir schauen den Krieg zwischen Russland und Ukraine, zwischen EU. Wir schauen diese Kriege an und merken es nicht, dass wir schon diese Kriege in unserem Kopf leben. Wir merken es nicht, dass wir davon gefangen sind, dass wir einfach davon gefangen sind durch Medien, durch alle anderen Kanäle, alle anderen Zuflüsse, Internet und so weiter. Aber eins merken wir nicht, dass das ein Sinn von denen, die diese Kriege eigentlich einführen. Deswegen, bevor ich jetzt zu diesem Krieg, den Heiligen Krieg aufrufe, Revolution 111, das ist für mich ein heiliger Krieg. Bevor ich zu diesem Heiligen Krieg aufrufe, möchte ich erstmal aufklären, was eigentlich los ist. Damit ihr alle versteht und ich auch, damit das die Information, die ich jetzt geben werde, durch mich fließt an euch Menschen, damit wir alle zu sich selber zurückkehren und diese Spiele nicht mehr mitmachen, damit wir unserem Bewusstsein, unser Verstand einfach jetzt schließen und sagen, hör mal zu, damit haben wir nichts zu tun. Weil heute handeln wir alle nach unserem Verstand. Wenn unser Verstand beraubt wird von Medien, dann handeln wir auch so. Das heißt, diese Kriege, die heutzutage angestiftet worden sind, bevor ich das jetzt erkläre, bitte geht auf meinen Kanal. Da bin ich nicht nur am Reden, sondern da sind Fakten rübergebracht worden. Schaut euch auf 1:1 den Kanal. Bitte schaut euch alle Videos an, damit ihr versteht, dass ich davor schon alles prophezeit habe. Und das geht in die Erfüllung. Es geht mir jetzt nicht um irgendwelche Nationalitäten. Es geht nicht um russische Nationalität, es geht nicht um deutsche Nationalität. Du als der, dich heute als Deutscher identifizierst, denkst, dass Russland dich retten kann. Nein. Russland wird nur benutzt und manipuliert, genauso wie Deutschland, wie alle anderen Länder. Ob das Amerikaner sind, es spielt keine Rolle. Wir sollen uns nicht von Nationalitäten täuschen lassen. Wir sollen uns nicht von den Grundbasis von uns, ich bin ein Preuße. Du bist kein Preuße. Du bist ein Mensch. Das ist die Eins. Du bist ein Mensch. Darum geht das. Und jetzt, hör mal, was jetzt passiert. Jetzt werden alle Systeme runtergefahren. Die Anonymous benutzen es. Alles wird dafür benutzt. Die Anonymous werden auch benutzt. Die denken, dass die nicht benutzt werden. Du, ich bin an so eine Information gestoßen, wo ich total durchdrehe. Hör zu. Die Anonymous, das sind auch Plan. Hör zu. Das ist auch ein Plan von dem NWO-System. Die Anonymous wissen es noch nicht. Aber ich sage euch jetzt so Anonymous, ihr werdet auch benutzt. Wisst ihr, wofür ihr benutzt wird? Damit dieses System, was heutzutage funktioniert, gecrashed wird. Und wenn dieses System heute gecrashed wird, dann wird uns ganz schnell ein anderes System vorgeführt. Und das nennt sich NWO. Deswegen, ich habe nichts gegen Anonymous. Hört zu, ich bin mit denen eng zusammen am Arbeiten. Nur was ich denn jetzt heute verklickern will, dass das bis nach oben kommt bei Anonymous, nicht bei den Mittelschichten. Das, was ihr heute tut, ist ein Plan von den Rothschilds. Die haben das schon vorgesehen und die haben das eingeplant. Wir müssen uns alle zurückziehen. Wir müssen uns jetzt alle zurückziehen und einfach zügeln in allen Richtungen. Weil wenn wir ein anderes System oder dieses System runterfahren, dann wird ein anderes System vorbereitet. Das System, was jetzt vorbereitet wird, das nimmt alle Rechte. Alles. Alles, was ein Mensch besitzen darf, sogar seine eigene Meinung wird ausradiert durch diese neue Weltordnungssystem. Diese Kriege, was wir heute sehen, das ist eine Unterhaltung. Wenn du eine Unterhaltung Stefan Raab hast heutzutage in deinem Fernsehen, dann diese Tiere, die einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben, persönlich mit dem Satan, denen ihre Unterhaltung ist dann, wenn Massenvernichtung von Menschen sein wird. Das bedeutet, das Krieg in der Ukraine, wenn ihr das Video, was ich davor gepostet habe, einfach bei mir auf der Seite anschaut, bitte geht alle auf 1:1 Kanal, da werdet ihr viele Informationen empfangen, was eigentlich los ist. Wenn ihr das Video anschaut, dann werdet ihr sehen, was los ist. Dann werdet ihr sehen, was das eigentlich von Manipulation ist, von den Weltordner, Weltherrscher, die eigentlich diese Welt heutzutage für sich behalten wollen. Die Menschheit heutzutage auf der Welt ist zu viel für die. Die wollen es vernichten, mit allen. Und denen ihre Unterhaltung ist dann, wenn Menschen draufgehen.
wenn Menschen drauf gehen, wenn Kinder drauf gehen, weißt du, die bekommen Orgasmus, den geistlichen Orgasmus bekommen die, wenn die Menschen drauf gehen. Könnt ihr euch so einen Orgasmus vorstellen? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ein Orgasmus, einen geistlichen Orgasmus nenne ich das, wenn die Menschen drauf gehen, das ist bei denen total, bei Eliminator, bei den Rothschilds total crazy. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Ich möchte euch nur eins sagen, Leute, bitte, hört mir jetzt zu. Kann sein, dass das mein letzter Video ist, weil das ein Aufruf zum Heiligen Krieg ist. Bei diesem Heiligen Krieg spielt keine Religion mit. Geht nicht, weil die Religionen werden alle von Weltordnung kontrolliert. Spielt keine Nationalität mit, weil Weltordnung kontrolliert, neue Weltordnung kontrollieren auch die Nationalitäten. Bei diesem Heiligen Krieg geht das nur darum, dass du zu sich ankommst. Das ist der Heilige Krieg. Der Heilige Krieg bedeutet für mich, dass du bei sich landest, dass du endlich aufwachst und sagst, hör mal zu, ich bin doch ein Mensch nach Bilde Gottes erschaffen. Weil bei diesem Heiligen Krieg geht das nur darum, um deine Identität wieder sich zurückzuholen. Weil wenn du es nicht tust, Offenbarung 13 steht geschrieben. Es werden Zeiten kommen, wo kein Reicher und kein Armer, geht mal bitte in die Bibel und schaut euch das an. Das ist jetzt kein Scheiß, was ich erzähle. Offenbarung 13 steht geschrieben, letzten Verse. Es werden Zeiten kommen, wo kein Armer und kein Reicher, kein Sklave und kein König, keiner mehr kaufen kann oder verkaufen kann. Ohne das Malzeichen auf der Stirn oder auf der rechten Hand. Das bedeutet, das Malzeichen bedeutet 666. Das ist eine Teufelszahl. Viele sagen zu mir, dieses 1 und 1, 1, 1 auf Hebräisch ist übersetzt teuflisch. Ich sage euch was anderes. Jesus Christus persönlich nimmt diese Zahl und dreht die jetzt auseinander und sagt, ich mache jetzt diese Revolution gegen diese 3 mal die 6. Jetzt dazu. Wer Weisheit hat, der soll diese Zeit erkennen und diese Zahl auch erkennen. Ich möchte nur heute, hör zu, ich predige nicht mich, ich predige nicht irgendwelche Religion, damit habe ich nichts zu tun. Ich möchte heute zu jedem Menschen, egal ob du Muslim bist, egal ob du Christ bist, egal ob du Doktor bist, egal wer du bist, hör genau an. Gegen dich hat der Teufel persönlich durch NWO, Neue Weltordnung, eine Massenvernichtung angeordnet. Bis 2070 soll es stattfinden. Die helfen keine Parteien mehr. Die hilft nichts mehr. Keine neuen Systeme, die erfunden werden, helfen dir nicht. Die besitzen alle Bänke. Die sitzen in den Bänken und die steuern die ganze Welt. Gegen die kommst du nicht mehr an. Außer es gibt einen einzigen Weg, den einzigen, den wahren Weg. Das ist die Erweckung. Die Erweckung, ich sag euch eins. Diese Revolution, die in Ukraine stattgefunden hat, ich kläre euch auf, die Revolution, die in Ukraine stattgefunden hat, hinter dieser Revolution stehen Rothschilds, hinter dieser Revolution stehen mächtige Mächte, die finanziert haben, hinter dieser Revolution stehen alle mit der Kohle, hinter dieser Revolution stehen die Rothschilds, die es finanziert haben, von beiden Seiten, auch von Russland, auch von Ukraine, auch von Amerika, überall haben die ihre Finger ins Spiel. Hinter jeder Revolution, hör zu, jede Revolution stehen die Rothschilds. Hinter Lenin-Revolution, hinter Stalin, hinter Hitler, hinter alle, die in diesem Jahrhundert oder letzten Jahrhundert geschehen ist, stehen alle Rothschilds. Da stehen die dahinter, finanzieren es und ist klar. Der Unterschied zwischen denen, ihren Revolutionen und Revolution 111 ist folgendes. Hinter Revolution 111, also der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Hinter dieser Revolution steht Gott persönlich. Das bedeutet, Revolution 111 ist für einen Menschen, für das Volk gedacht. Das bedeutet, wenn du heute an dieser Revolution einen Teil deines Identität erkennst, dass du ein Mensch bist und nach Bilde Gottes erschaffen bist, und dass du keinen anbeten sollst als nur einen wahren Gott. Wenn du heute irgendwie CDU-Partei wählst, wenn du heute irgendwas anderes, wenn du heute auch Revolution 111 wählst, dann ist das eine Götzenanbetung.
Du darfst keine Denkweisen von Menschen anbeten. Du darfst keine Götzen haben. Du darfst nicht hinterherlaufen. Was bedeutet anbeten? Das heißt nicht, dass du, oh, hallo, lolo, und anbetest. Nein, das bedeutet, dass du damit dich identifiziert hast, mit irgendwelchen Denkweisen, mit irgendwelchen Strukturen, mit irgendwelchen Systemen. Du sagst, wow, ich als Sohn Gottes nutze alles aus. Das ist meine Identität, dass ich alles ausnutze, um andere Menschen in die Freiheit zu führen. Die Freiheit ist nicht irgendwie ein neues Konzept aufzubauen, eine Struktur oder ein System. Nein, die Freiheit ist, den Menschen zu sich selber zu führen. Das ist die Freiheit, die ich besitze. Deswegen kann sein, dass das Video, was ich hier heute drehe, das letzte sein wird. Viele verstehen es einfach nicht. Dass das System, was heutzutage hier zum Crash kommt, ist extra manipuliert worden, dass die Menschen erstmal, das System wird runtergefahren. Und dann kommt ein neues System. Und wenn das neue System kommt, dann ist vorbei. Dann wird dich keiner mehr nach deiner Meinung fragen. Dann wird deine Meinung, die gegen neue Weltordnung spricht, strafsachlich verfolgt. Kneste, es gibt kein Mensch mehr. Der Mensch ist ausradiert. Der Mensch ist ausradiert. Und das ist das, was die vorhaben. Deswegen diese Plastikgräber. Deswegen diese unterirdische Städte. Es ist alles dafür da. Und ich sage euch noch eins, damit ihr jetzt versteht. Aus der Bibel wurde ein Buch rausgenommen. Der heißt Buch des Enochs. Da sind die gefallenen Engel. Schaut mal in Google. Runtergekommen und haben Geschlechtsverkehr mit den menschlichen Frauen gehabt. Da sind auf einmal Missgeburten geworden. Diese Missgeburten, die heute zutage, wenn man einen 10 Meter großen Schädel, Knochenschädel findet, dann sagt man, was ist das eigentlich? Ganz einfach, das sind die Missgeburten, die Riesen, die da geboren worden sind. Aber diese Engel und diese Leute, also nicht diese Leute, diese Missgeburten, diese Bastarde, die sind noch hier auf den Erden. Und deswegen stelle ich mir die Frage, warum gibt es eigentlich Doppelgänger bei Putin? Warum gibt es Doppelgänger bei allen Präsidenten, ob das Jelzin ist oder sowas, warum gibt es diese Doppelgänger? Und warum ist das Spiel so hoch? Also was ich heute ausdrücken will, das heißt, ich bin heute in ganz anderem Level, total anderem Level. Es geht nicht einfach darum, dass ich hier, hör zu, mir geht es darum, dass ich die Wahrheit sage und die Wahrheit alleine kann nur den Menschen frei machen. So, ich weiß ganz genau, dass für mich, das muss dich nicht überzeugen, ich predige keine Sekte oder keine Bewegung. Nein, das ist die größte Erweckung, die es überhaupt gibt. Und wenn es dich angesprochen hat, dann ist das deine Pflicht, dieses Video. Und das ist deine Pflicht, dieses Video zu verteilen, weil meine, wie du sagst, einer hat mir heute geschrieben und sagte, Joma, du brauchst nur Aufmerksamkeit, deswegen tust du das alles. Die Aufmerksamkeit, die ich brauche, das ist mein Tod. Ich unterschreibe mir den Tod und ich gehe von diesem Leben. Bist du soweit, dir deinen eigenen Tod zu unterschreiben? Bist du soweit? Ich glaube nicht, dass du soweit bist. Ich glaube nicht, dass heutzutage die Christen, die eigentlich diese Aufgabe haben, die Wahrheit zu sagen, ich glaube nicht, dass die Christen heutzutage alle bereit sind, Wiederbelebten oder ich sag mal wiedergeborenen Christen, die wiedergeboren sind. Wiedergeburt, das ist so eine Sache. Ich will jetzt keine Theologiestunde haben. Ich spreche jetzt zum Volk. Ich spreche jetzt nicht zum Christen. Die Christen sollen schlafen. Die Christen haben sich schon längst mit der Welt zusammen eins getan. Obwohl wir die Welt, die, wie wohl sollen die hassen? Das, was in der Welt heute passiert, das ist total gegen das Gott seine Gesetze. Das ist total gegen Moral. Weißt du, und uns wird das einfach beraubt und ausrodiert. Könnt ihr euch vorstellen? Ich sage die ganze Zeit von Schwulen und von Lesben. NWO wird keine Schwulen da lassen. Weißt du, wie die vorgehen werden? Heute sage ich zu einem Schwulen, bekenne deine Sünden, geh zu Gott in dein Kämmerlein und bete den Jesus an, dass er dir vergibt. Weißt du, was NWO machen wird? Die werden euch Schwänze abschneiden. So einfach ist das. Und weißt du, auf einer, weißt du warum? Weil die kommen ja mit so einer Masche. Die NWO, Neue Weltordnung, kommt mit so einer Masche. Die werden sagen, hör mal zu, wir haben für euch was total Hammer vorbereitet. Keine Krankheiten, keine Kriminalität, kein Schwarzgeld, kein Geld. Kein schwarze Geschäfte, kein Drogen, nichts. Es wird alles sauber, total. Wir werden leben, wir werden alles. Total. Das versprechen die uns. Das werden die uns versprechen. Aber dafür hast du keine eigene Meinung. Du wirst wie ein Roboter leben. Und das versuchen die heute durch Medien und durch alles dir beizubringen.
um diese neue Weltordnung erstmal ins Leben zu rufen, müssen die das Alte platt machen. Die müssen Gesellschaften platt machen, die müssen Religionen platt machen, die die selber hervorgerufen haben, damit die Religion gegen Religion vorgeht, damit die sagen, oh, Religionen sind scheiße, wir dürfen keine Religion haben. Jetzt dazu. Erstmal hervorrufen die das hoch, danach sagen die Religionen sind scheiße. Hör zu, das ist auf eine Art und Weise das Gleiche, was ich sage, nur es gibt einen Unterschied zwischen NWO und das, was ich sage. NWO sagt, wir sollen an das glauben, was wir euch vermitteln. Und ich sage dir, du sollst, hör zu, an den Allmächtigen glauben und da hat sich keiner einzumischen. Nicht NWO, nicht der Dennis, nicht keiner. Das bedeutet, du gehst in dein Kämmerlein. Das ist der Unterschied zwischen NWO, hör zu, das Unechte mit Echtem. Das Echte bedeutet, du wirst dich nur glücklich dann fühlen, wenn du ganz genau weißt, wer dich gebaut hat. Wenn du weißt, dass du kein Klon bist, wenn du weißt, dass irgendwelche Systeme nicht über dich herrschen, wenn du weißt, dass du über alles herrschst, obwohl das der größte Widerstand ist, weil die würden mir jetzt widerstehen. Glaub nicht, dass ich keinen Widerstand habe. Weißt du, wie viele Morddrohungen ich habe? Ich würde gerne jetzt in eurem Telefon, meinem Telefon es zeigen. Ich kann es nicht. Da ist der Sonnenstadtland, da sind alle NWO-Mitteilungen. Die, ey, weißt du, was ich für Morddrohungen zeigen konnte jetzt? Gestern noch. Ich werde bedroht. Leute, ich werde bedroht. Massiv bedroht. Weißt du, für wen? Für dich. Dass du endlich zu sich ankommst. Und dass du nicht diese Denkweise bei sich reinlässt. Ja, was können wir denn tun? Was können wir denn tun? Dann stelle ich mir einfach eine Frage. Wir sind 6,5 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Richtig? Jetzt mal nur so gedacht. Reden wir mal nur von Deutschland. 88 Millionen. Wir sind 88 Millionen Menschen. Und überleg mal. 300 Clans. 300 Clans. Jeder Clan ist 6000 Menschen, weiß ich. Überhaupt 6000 Menschen. Ich sag mal so. Überleg doch mal. 300 Clans kontrollieren die ganze Welt. Womit tun die das eigentlich? Ganz einfach. Bänke, Geld. Wieso lassen wir uns eigentlich von diesem Geld und von diesem Geldsystem überhaupt beeinflussen? Wieso Geld? Scheiß doch auf Geld. Scheiß auf alles. Wieso lassen wir uns darauf? Weil uns beigebracht worden ist, dass ohne Geld bist du ein Niemand. Richtig. Jetzt kommt NWO und sagt, ach, wir brauchen auch kein Geld. Guck mal, wie schlau die sind. Die sind doch nicht doof. Die haben doch schon alles vorgeplant. Die wussten, dass die Christen aufstehen. Die wussten, dass die letzte Erweckung kommt in Deutschland. Die wussten das auch. Die wussten es alles. Deswegen hören die sagen, ja, wir brauchen auch kein Geld. Guck mal, wie NWO arbeitet. Die sagen, wir brauchen auch kein Geld. Wir machen alles ohne Geld. Und dann hat jeder alles gerecht und so weiter. Scheiß da drauf. Wir wollen das gar nicht hören. Wir wollen das gar nicht wissen. Ich habe damit nichts zu tun. Mit dieser Schiene, was die fahren, habe ich nichts mit zu tun. Ich weiß, wofür ich geboren bin. Ich frage dich, weißt du, wer du bist? Bitte stell dir die Frage, wer bist du eigentlich? Bist du wirklich ein Muslimer? Bist du wirklich ein Christ? Bist du wirklich ein Sohn Gottes? Bist du wirklich ein Sohn deines Mutters? Bist du wirklich ein Arzt? Bist du wirklich ein Anwalt? Bist du wirklich ein Arbeiter? Bist du wirklich ein Schreiner? Bist du wirklich oder bist du ein Mensch? Wer bist du? Stell dir diese Frage, das ist der heilige Krieg um deine Identität, dass du zu sich selber kommst. Die Frage, wie kommst du eigentlich zu sich selber, wenn so viele Informationen um uns herum sind? Wie? Wie kommst du zu sich selber? Wie? Wie kannst du zu dem Schöpferbild Gottes kommen? Das Problem ist, dass NWO alles dafür versucht, um dieses Schöpferbild auszuradieren. Die Mächte, wieso verfügen die über diese Menschheit? Wieso? Wer hat denn Recht gegeben, irgendwelchen Menschen Gesetze zu erfinden und über uns zu verfügen? Wer? In deiner Bibel steht geschrieben, Obrigkeiten sind von Gott. Dann stelle ich dir heute eine Frage. Ist NWO Obrigkeit auch von Gott? Kannst du mir diese Frage beantworten? Dann stelle ich dir noch eine Frage. Waren die Freimaurer, die seit 1900, wann? Oder 1855? Ich weiß, dass das total von hinten losgeht. Ich weiß, dass das von Römer abgeht. Da haben die dich nur anders genannt. Das waren die schon da. Der Satan schläft nicht. Der ist 6000 Jahre alt. In Anführungsstrichen, in dieser Gesellschaft, obwohl er schon längst, da gibt es keine Zeiten mehr, alt er ist. Der ist nicht doof. Er weiß, wie der die Menschen einnehmen kann. Und wir schlafen heute. Das ist unsere Aufgabe. Wir schlafen. Und jetzt ist auf einmal einer wach. Und dieser einer predigt die Wahrheit und erzählt den Menschen die Wahrheit. Und du sagst, oh, ist zu politisch. Ja, ja.
Tut mir leid. Jesus will die Politik dran nehmen. Tut mir leid, der will da reingehen und sagen immer zu, ich bin derjenige, der Schöpfer über alles. Und ihr habt hier nichts zu kamelen. Und euren NWO könnt ihr mich mal. So einfach ist das. Es geht doch jetzt Revolution 111. Es geht um den Menschen. Es geht um deine Kinder. Es geht um deine Identität. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und du bist einer von denen. Ich schreibe ein Buch. Ich schreibe jetzt ein Buch und das Buch bringe ich raus. Das ist ein Bestseller. Bestseller, weißt du warum? Weil es geht um Freiheit von den Menschen. Es geht nicht um irgendwie, dass ich Kohle damit verdiene. Scheiß auf Geld, scheiß auf alles. Es geht um was anderes. Es geht einfach darum, dass Reich Gottes in diesem Lande gebaut werden muss. Und wir Christen schlafen alle, weil wir unsere Sandkastenspiele spielen. Und unsere Sandkastenspiele nennen sich Baptistisch, Charismatisch, Pfingsten und so weiter. Wir ziehen jeder die Decke auf sich. Aber wir haben vergessen, was uns Gott geboten hat. Wir sollen in die Welt gehen und das Evangelium predigen. Wir sollen die Hoffnung Menschen bringen, aber das tun wir heute nicht. Warum tun wir das heute nicht? Warum tun wir das heute nicht? Weil wir mit unseren Problemen selber beschäftigt sind. Weil wir damit beschäftigt sind. Aber füllen wir den Auftrag des Herrn aus? Tun wir das? Gib eine Rechtfertigung deines Glaubens. Tun wir heute das? Ich tue es. Ich tue es, wie es kann. Und du sagst zu mir, du schreist zu laut. Ich bin zu leise, Mann. Es geht um Leben oder Tod. Es geht um Seelen. Es geht um Seelen. Es geht um viel mehr. Und diese Seelen, die allein nur dem Herrn gehören, werden heute beraubt. Beraubt vom Teufel durch diese NWO. Beraubt durch Nationalitäten. Beraubt durch Religion. Beraubt durch alles, aber nicht durch den wahren Glauben. Und den wahren Glauben an Gott, das ist das Wissen, wer wir sind. Das ist der Glaube an Gott. Wissen, wer wir sind, das ist der Glaube an Gott. Dieses Wissen wird beraubt durch andere Systeme, durch alles. Und da willst du mir sagen, warum ich so aufgeregt bin. Es ist kein Hass, es ist ein heiliger Zorn. Zorn über diese Systeme. Zorn über die Lüge, was uns verbreitet wird. Und anstatt wir den Geist Gottes in uns geben, dass wir die Wahrheit sprechen und die Menschen aus der Scheiße raushelfen, tun wir uns miteinander beschimpfen. Tun wir uns einander irgendwie Meinungen, irgendwie Lehren einander beibringen. Wieso? Wieso? Sind wir nicht alle wunderbar gebaut von dem Herrn Allmächtigen? Sind wir nicht alle wunderbar erschaffen worden? Nein. Uns wird verklickert, dass wir Sklaven sind, dass wir bald, dann geht nochmal bei mir auf der Seite, dann seht ihr dieses NWO-Gesetz. Willst du sagen, danach geht's dir gut? Und wenn wir unseren Kindern heute, wenn wir unseren Kindern heute nicht erzählen, was die Wahrheit ist, oder wer die Wahrheit ist, wenn wir das nicht tun, wer soll es dann tun? Und wenn wir heute Christen nicht die Wahrheit nach draußen predigen und nicht bis zum Blut kämpfen, das heißt nicht, dass wir Leute umbringen sollen, nein. Das heißt, dass wir drauf gehen sollen. Ein Aufgehen. Für mich ist Christentum. Weißt du, was für mich Christentum ist? Einer sagte zu mir, oh, du bist HIV-positiv. Ich darf nicht mit dir essen. Weißt du, was für mich ein wahrer Christentum ist? Soll ich dir sagen? Wenn ein Dorf, hör zu, von Ebola befallen ist, oder wenn ein Dorf von unheilbarer Krankheit, wo Aussätzige sind, und er weiß ganz genau, Alter, er geht drauf und geht da rein und predigt das Evangelium, weil keiner mehr den tun soll. Ist das heute nicht so? Ist das nicht Sodom und Gomorra, wo wir den Menschen Hoffnung, Liebe, Freude, Evangelium predigen? Ist das nicht so? Aber wir haben unsere eigenen Probleme. Wir sammeln Geld, wie wir da hinkommen. Wir überlegen, wie wir das machen, wie wir das machen, wie wir das machen. Wir kümmern uns nur um unser Leben. Ist das nicht unser Auftrag, dass wir unser Leben aufgeben müssen? Ist das nicht unser Auftrag von dem Herrn, dass wir unser eigenes Leben aufgeben müssen? Ist das nicht die Liebe zum Menschen, dass wir unser Leben aufgeben? Ist das nicht unser Auftrag? Was hat dann Jesus auf dem Kreuz gemacht? Was hat er gemacht? Was hat er für dich gezeigt? Was? Hat er sein Leben für die Menschen gegeben? Tust du dein Leben heute für deinen Nächsten geben? Tust du es? Tust du heute, hast du diesen Schmerz für dieses Volk?
Keiner wird uns retten. Keiner. Nicht Putin, nicht Zelensky. Keiner. Keiner kann uns helfen außer allein nur Gott. Keiner. Ich sag euch, wir sind schon verflucht, indem die uns einfach auf die Liste gesetzt haben, uns platt zu machen. Wir kämpfen um unseren Namen. Wir kämpfen um unseren Namen, weil uns jemand verletzt hat. Wir kämpfen um uns und unseren Ego. Lass doch den scheiß Ego weg, Mann. Es geht um den Auftrag des Herrn. Und der Auftrag des Herrn lautet, geht in die Welt und predigt das Evangelium. Und geht nicht und ruft nicht in irgendwelche Kirchen. Das hat er uns nicht gesagt. Er hat uns das nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, lad in irgendwelche Kirchen ein. Weißt du, was er noch gesagt hat? Die haben sich jeden Tag versammelt. Jeden Tag. Da stelle ich mir eine Frage, haben die überhaupt gearbeitet? Wir versammeln uns heute nur am Sonntag. Einmal eine Messe und Gottesdienst. Was ist das, Christentum? Das ist kein Christentum. Für mich ist das kein Christentum. Für mich ist Christentum, das ist die Apostelgeschichte. Ich will das nicht als Götzendienst bezeichnen. Aber ich sage euch eins. Die haben sich jeden Tag versammelt und jeden Tag haben sie gebetet. Tun wir das heute für das Volk hier? Tun wir das? Nein. Das ist für mich Revolution. 1:1:1. Wo ich jeden Tag auf die Knie gehe und sage, Vater, ich bin allein, Mann. Scheiß drauf, aber ich gehe drauf. Ist mir egal. Und wenn ich dafür abgeknallt werde, für die Menschheit, das ist doch viel besser, das ist doch der beste Lohn. Dass ich für die Wahrheit abgeknallt werde. Und? Hast du immer noch Schiss vor dem Tod? Bei mir ist vorbei. Bei mir sind alle Sicherungen durch. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Sicherungen durch, was diese Welt mir hier bietet. Ich weiß, nach diesem Leben gibt es noch anderes Tod. Und das ist nicht dieses Tod, den man heute sagt, der muss da Menschen mitnehmen. Nein, 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 ich bin kein Killer. Liebe ist meine Waffe. Liebe und Verstand ist meine Waffe. Sind wir heute dafür bereit? Nein, wir sind alle lauwarm. Und das ist das Problem. Wir Christen, wir haben den Auftrag zu predigen und nicht unser scheiß Geld zu zählen und nicht unsere Ressourcen nachzählen, unsere Häuser, Kredite und die ganze Scheiße. Das ist nicht Auftrag von dem Herrn. Der Auftrag von dem Herrn ist, die Wahrheit zu predigen und seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Wie liebst du dich denn heute? Das ist die Revolution. Seinem Nächsten zu verklicken, wer der eigentlich ist. Wie willst du ihn verklicken, wenn du selber nicht weißt, wer du bist? Wenn du nicht weißt, was das heißt, Sohn Gottes zu sein? Du weißt es nicht. Und wenn zu dir jemand kommt mit seiner Ideologie, egal ob das Salafist ist oder jemand, und sagt zu dir, ey, wie kannst du dich Sohn Gottes nennen? Da beziehst du dich auf die Bibel. 5 Minuten wird der Salafist zu einem Sohn Gottes, wenn er mit mir spricht. 5. Ob das hier Vogel ist oder spielt keine Rolle. 5. 5 Minuten, weil meine Gegenwart und meine Realität und die Wahrheit, die ich auf sich trage, die kann einen Menschen nicht unverändert lassen. Der wird verändert. Weißt du warum? Weil Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Und hinter dieser Revolution steht Gott. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Von welcher Struktur oder System spricht diese Revolution? Was denn? Spreche ich einfach so dahin? Wovon spreche ich eigentlich hier? Wovon? Ihr versteht das nicht. Das ist die letzte Zeit. Dem Bastard, dem NWO, werden 42 Monate freigegeben. 42, diese neue Weltordnung wird 42 Monate auf diese Welt regieren. Und dann ist vorbei. Vorbei. Dann kommt Jesus. Und wenn dann Jesus kommt, und es kommt auch einer, der viele verführen wird. Der kommt auch. Ich weiß sogar wer, aber ich habe all das für dich, für mich. Ich verstehe eine Sache nicht. Wieso sind wir so armselig? Wieso tun wir uns, nur uns? Wir tun uns nicht lieben. Nein, wir lieben unser Ego. Deswegen, wenn das die Christen nicht tun, dann werde ich das tun. Wenn die Christen heute schlafen, und ich spreche jetzt die anderen Menschen an. Alle. Ich spreche alle Menschen, die diese Message jetzt verstehen können. Ich spreche euch an. Leute, bitte. Tut euch einen Gefallen. Einen einzigen Gefallen. Hört zu.
Ich weiß, dass du auf der Suche bist. Ich weiß, dass du suchst. Und ich erzähle von mir, Junge. Vor 14 Jahren. Ich habe ganzes Leben gesucht. In Geld, in Macht, in Frauen, Casino, Koks, alles. Du, vor 14 Jahren hatte ich so einen Moment, Alter, wo ich total am Ende war und ich wollte mich umbringen. Junge, da habe ich den angerufen. Ich habe gesagt, Mann, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, komm in mein Leben und vergib mir meine Sünden und zeig mir, dass du wahrer Sohn Gottes bist. Und ich bezeuge dir heute, der ist in mein Leben gekommen. Der ist gekommen, das ist der einzigste Weg, der dich wahrhaftig frei machen kann. Wahrhaftig. Die anderen Wege sind vorübergehend. Die gehen und die zeigen sich als eine Wahrheit, glaub mir. Die zeigen sich als eine Wahrheit und danach lösen sie sich in der Luft auf. Genauso wie die Pastoren, genauso wie die Hodjas, genau wie die alle anderen. Weißt du, was das ist? Du folgst irgendwelchen Menschen und irgendwann mal holt sich ein Mensch irgendwann mal wieder runter oder der Mensch baut Scheiße, genauso wie mit mir. Du sollst mir nicht folgen. Das ist diese Predigt. Du sollst dem wahren Gott folgen und dann dir selber. Was da der Gott zu dir spricht, wie der zu dir spricht, weiß ich nicht. Ich will mich gar nicht da einmischen, wie der und so weiter, wie das passiert. Das juckt mich überhaupt nicht. Es geht darum, dass du dann gerettet bist. Du bist gerettet. Du bist dann derjenige. Offenbarung drinne. Offenbarung. 13 steht geschrieben. Es werden Zeiten kommen. Habe ich schon gesagt, ne? Und es wird Chip eingebaut. Und dieser Chip, da könnt ihr im Vortrag bei mir auf der Seite hören. Darüber spricht der Mann. Hör zu. Er könnte bei mir, nicht ich, sondern ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Dietrich oder Klaus, keine Ahnung. Hör zu. Über diesen Chip. Was ich damit ausdrücken möchte. Warum hat er gesagt, am Stirn und an der rechten Hand? Ganz einfach, Stirn, das bedeutet, wenn deine Denkweise und dein Verstand schon beraubt ist, dann wirst du automatisch schon gehandelt, dann wird ein Chip eingebaut, basta. Wenn hier dein beraubt ist, wenn dein Verstand und dein Wissen über dich selber beraubt ist, wenn das beraubt ist von dem Niveau und das versuchen die ganze Zeit mit Medien kriegen, mit alles drum und dran, damit du so ein gemütliches, äußerliches Leben hast, aber innen drin, da bist du doch unglücklich, merkst du das? Depressionen. Guck die Menschen heute von außen an. Die tragen nur die Maske. Oh, mir geht das gut. Oh, ich habe eine coole Karre. Oh, ich habe das, das, das. Aber im Inneren sind die total tot. Denen geht's total beschissen. Das wissen die doch. Mann, ich bin einer der glücklichsten Menschen, den es überhaupt gibt. Und ich nehme keine Medikamenten oder die Scheiße. Kommen die bitte mit der Scheiße mir nicht an. Und das gefällt der Gesellschaft heute nicht. Und dem Psychologen gefällt das nicht. Was ist denn mit den Typen los? Wieso lebt er denn eigentlich so? Ganz einfach. Ich weiß, wer ich bin. Weißt du denn, wer du bist? Wer kann dir das erzählen? Mir hat Jesus erzählt. Hast du jemanden, der dir das erzählen hat? Tut mir leid, ich kann es nicht. Ich kann dir nicht erzählen, wer du bist. Ich habe dich ja nicht gebaut. Deswegen wende dich zu deinem Gott. Und die Tür ist offen. Die Tür der Gnade ist jetzt offen. Das ist nicht das, was die Kirche da draußen predigt. Nein, ich predige dir den wahren Gott, der lebt. Der ist nicht einfach mal so aufgemalt oder irgendwelches Wissen. Nein, der lebt, Mann. Der lebt, wie lebt. Ganz einfach. Und du suchst danach. Ich habe den angerufen, obwohl die Leute zu mir gekommen sind und haben gesagt, ey, hör mal zu Dennis. Ich habe gesagt, was? Es gibt Jesus. Ich habe gesagt, verpisst euch mit eurem Jesus. Ich will davon nichts hören. Scheiß auf deinen Jesus und auf alles drum und dran. Heutzutage, 14 Jahre danach, bezeuge ich dir, dass es ihn gibt. Denn ich habe so viele Sachen erlebt, auch im Knast, in der russischen Mafia und in allen. Hör mal zu, aber es geht gar nicht um mich. Es geht doch nicht um mich, es geht heute um dich. Es geht darum, dass du endlich erfährst, wer du bist. Ich berufe dich nicht in irgendwelche Scheißsekte. Du sollst nicht in die Kirche gehen. Das ist nicht der Weg. Du sollst zu Gott gehen, in dein Kämmerlein. Das ist die Erweckung. Du bist eine Persönlichkeit. Persönlichkeit. Bist du heute eine Persönlichkeit oder sind das Persönlichkeiten in dir? Bist du heute ein Ehrenmann? Was ist denn Ehre? Das weißt du doch gar nicht. Wurde ausradiert von NWO, Neue Weltordnung. Die haben doch alles nach 100 Jahren geplant. Deswegen, hör zu, quälen sich die ganzen Menschen heute in diesen ganzen Strukturen und das, was uns die Welt bietet. Deswegen. Deswegen quälen die sich und vertrauen CDU, SPD, das, 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 das. Und dann kommen die wieder und sagen, oh, die haben uns wieder verarscht. Die haben uns wieder verarscht. Die haben uns wieder verarscht. Und diese, jedes Mal dieses Anstoß zum Glauben an irgendwas Gutes geht immer, immer tiefer und tiefer. Und dann werden die Menschen böse und böse. Und die sagen, ich glaube nicht mehr da dran, ich glaube nicht mehr da dran. Ah, was erzählt er für einen Scheiß von welchem Jesus? Probier doch mal. Probier Jesus anzurufen. Probier den anzurufen. Sag Jesus, wenn es dich gibt, komm bitte in mein Leben. Probier es einfach. Und ich verspreche dir, ich verspreche dir, wenn du vom ganzen Herzen Jesus anrufst, dann wird er in dein Leben kommen. Er wird in dein Leben kommen. Und dann wirst du sagen, Dennis, jetzt verstehe ich dich. Jetzt weiß ich, von wem du redest. Und dann, stell mir nicht die Fragen, wie soll ich jetzt weiterhandeln. Nein, dann hast du einen guten Freund, den du selber stellen kannst. Und lass keine Menschen in deine Beziehung ein.
Und dann wirst du merken, dass du wirklich frei bist. Weißt du warum? Dann auf einmal Gott in dich hineingekommen bist und auf einmal lebt in dir Jesus. Das ist diese Message. Das ist das Evangelium. Es gibt eine Hoffnung aus Depressionen, aus Krankheiten, aus Süchten. Es gibt diese Hoffnung. Und ich sage euch, ich war depressiv, ich war krank, ich war drogenabhängig, ich war koksabhängig, ich war total machtabhängig, frauenabhängig. Hier sitze ich da, ich bin frei. Halleluja, preis den Herrn. Und das ist keine Charismatie, das ist keine Pfingstgabe. Nein, das ist der Geist, der spricht. Nur viele kapieren das nicht. Und deswegen, ich sage jetzt nochmal, und lass dich nicht von jemandem beraten. Weißt du, was die Menschen immer tun? Oh, labert der Scheiße oder nicht? Du sitzt mit drei Freunden und ziehst dir das Video rein und sagst, und weißt du, was mit dir innen drinnen passiert? Du, innen drinnen bist du bei deinen Freunden, nicht bei sich selber, weil du denkst, was denkt mein Freund über mich? Was denkt der über mich? Was denken die über mich? Was denkt die Gesellschaft? Scheiß doch auf alles. Scheiß doch auf alles, Mann. Siehst du, das bedeutet, das zeigt dein wahres Ich, dass du gar nicht bei dir angekommen bist. Das ist das Problem. Und deswegen habt ihr jetzt genug Aufklärung über Revolution 111. Deswegen schreibe ich Buch, wo keine Emotionen drin sind, wo ich das ausführlich austue. Und dann könnt ihr das Buch mal erwerben und dann könnt ihr das mal lesen. Ich sage euch eins, das ist die Revolution 111 und ich rufe zum Heiligen Krieg auf. Und das ist für mich ein heiliger Krieg auf. Das ist für mich ein heiliger Krieg. Weißt du warum heiliger? Weil es geht um Heiligtum. Und Heiligtum, das ist Bild des Gottes, des Allmächtigen, nach Bilde Gottes wurden wir erschaffen. Das ist Heiligtum. Das ist für mich heilig. Und das wird von NWO und von allen anderen Systemen ausradiert. Deswegen auch an die alle, an alle. Dieses Video ist Pflicht zu teilen, wenn dich das angesprochen hat. Und wenn du ein überzeugter Christ bist, ich weiß, wenn du Enter-Knopf drückst, dann unterschreibst du dir den Tod, weil dann alle Brüder und Schwestern werden sagen, hey, hör mal zu, was er da labert, der ist zu laut. Haltet alle den Mund. Es ist besser zu laut, als zu leise, Mann, zu sein. Weil danach wird Gott dich fragen. Er wird fragen, hast du mich im Geist, in Wahrheit, in Liebe, hast du mich gepredigt? Hast du den Menschen, die kaputt gehen da draußen und keine Hoffnung haben, hast du mich gepredigt? Hast du den von mir bezeugt? Hast du es nur mit Mund bezeugt oder hast du auch mit deinem Leben bezeugt? Das wird dich Gott fragen. Er wird nicht fragen, hast du jetzt die Bibel verteilt oder so. Nein, er wird sagen, bist du eine Bibel gewesen? Das wird er dich fragen. Und er sagt mir nicht, dass du es nicht gehört hast. Wo ist deine Hingabe, du wahrer Christ? Wo? Wo ist deine Hingabe? Wann wächst du endlich hinaus und lässt den Christus in dir, den Menschen, den Weg zeigen? Den Weg zum himmlischen Vater, zu meinem Papa, zu deinem Papa. Wo? Das willst du nicht. Das ist zu schmerzhaft. Da musst du doch alles aufgeben. Natürlich musst du alles aufgeben. Da musst du dir runterholen aufgeben. Da musst du ein heiliges Leben führen, damit die Kraft dich auch irgendwie erfasst und besitzt. Aber das willst du ja nicht. Nein. Und dann verstecken wir uns irgendwo in Kämmerlein und sitzen alle da. Normal, wir sind ja auch dressierte Löwen. Es gibt ja verschiedene Arten von Löwen. Ja, ja, es gibt einen Löwe, Alter, der dressiert ist. Da kommt ein Spruch aus der Bibel, dann geht er wie ein Löwe und frisst den Christen auf. Ja, ist normal, ja. Aber du vergisst nicht, Lion of Judah. Lion of Judah. Jesus kommt zweites Mal, um zu richten, Mann. Und nicht hier, um Lamm zu sein. Er kommt mit Pracht und Macht. Habt ihr das vergessen? Und wenn du deine Aufgabe heute nicht erfüllst als Christ, das ist ein christliches Land. Wenn ihr alle so schlau seid, ihr BRD und Preußer, dann hört mir zu. Hört mir genau zu. Die Verfassung von 1871 wurde von lebendigen Christen geschrieben. Und hier dieses Land, da war keine katholische Kirche, da war keine evangelische Kirche. Das wisst ihr alle nicht, nein? Ihr seid doch alle so schlau. Weißt du, was hier war? Hier war Reich Gottes. Das war einer der reichsten Länder. Geistlich, physisch, psychisch, seelisch, total. Die haben katholische Kirche hier rausgeschmissen. Weißt du warum? Weil das Machtkirche ist. Heutzutage ist die hier die größte. Kölner Dom. Gericht über Kölner Dom. Gericht über Kölner Dom. Ich hoffe, da fliegt ein Meteorit runter, Alter. Vater, bitte schick ein Meteorit auf Kölner Dom. Das soll mal in Bildzeitung stehen irgendwo. Dass die Scheiße runtergefallen ist. Erdbeben unter Kölner Dom. Das spreche ich heute aus. Mein Gericht. Gericht Gottes. So einfach ist das. Deswegen. Verfassung 1871. Beschäftigt euch mal. Was für Grundwerte in diesem Land war. Was für Liebe zueinander. Was für Liebe zu Gott. Ihr redet alle von Verfassung. Wir wollen eine Verfassung. Ihr habt keine Ahnung. Ich habe mehr Ahnung als ihr alle zusammen. Wieso?
Wieso? Ganz einfach, weil Jesus mein guter Freund ist. Auch mein Gott, auch mein Schöpfer und alles drum und dran. Das ist der Hass? Nein, das ist kein Hass, das ist Liebe. Liebe zu sich selber, aber auch zum Nächsten. Das ist meine Aufmerksamkeit, die mich mein Leben kosten kann. Kostet deine Aufmerksamkeit auch dein Leben? Ja, manchmal Aufmerksamkeit kostet Kohle. Derjenige, der da auftritt, bekommt 20.000 Euro, der Stefan Rapp oder jemand. Ha? Meinst du, ich mache das dafür? Nein, es geht um Seelen. Es geht um Seelen in diesem Land und Gott hat sich dieses Land ausgesucht. Deswegen, ich bitte euch, das ist keine neue Partei, das ist keine neue Bewegung, nein. Es wird langsam Zeit, dass wir anfangen. Ende aus. Es wird langsam Zeit, dass wir alle aufwachen. Weißt du? Es bombt bald. Ihr versteht das nicht. Das Spiel von NWO, dritter Weltkrieg, hat angefangen in Ukraine. Es hört nicht auf. Es wird auch nicht aufhören. Amerika braucht Krieg. Aber nicht nur Amerika. Ganze Wirtschaft, das System wurde extra so gemacht. Das System braucht Krieg. Wenn jetzt kein Krieg kommt, dann crasht das. Und das crasht sowieso. Und die wollen das durch Krieg. Weil durch Krieg kann man das alles leichter machen. Deswegen, Leute, tut mir leid. Wir sind jetzt gerade in so einem Zeitalter, wo wir wenig Zeit haben. Und wer jetzt nicht kapiert, der hat eine Arschkarte. Ich habe es kapiert. Deswegen, ich sage euch, spielt keine Rolle. Tut mir leid, dass ich so laut bin. Tut mir leid, in dem Buch werde ich ganz leise sein. Da würdet ihr gar keine Menschen meine Stimme hören. Deswegen sage ich euch, bald ist es soweit. Und ich segne euch alle als Pastor über dieses Land. Hör zu, über dieses Land, aber für dich. Ich bin bereit, deine Füße zu waschen. Und deswegen sage ich dir, es ist egal, was du für Ideologie, egal, ob du mich bedrohst, ich segne dich. Du bedrohst mich, ich segne dich. Du tust mich ermorden, ich segne dich. Du bedrohst, kein Problem. Postet bitte dieses Video, das ist eine Pflicht. Postet überall, damit Facebook durcheinander ist. Damit ihr total durchdrehen. Ich bitte euch, das ist im Auftrag des Herrn. Hör zu, das ist nicht einfach so. Liebe deine Nächsten, über unsere Frauen, Alter. Das ist für unsere Frauen, Kinder, Männer, alle. Es geht um dieses Volk, dass wir aufwachen. Nur Gott alleine kann es zusammenschweißen, weil da sind verschiedene Denkweisen weg. Da ist nur Liebe da. Das ist der Punkt. Das will aber keiner hören. Ja, ich weiß. Alles Gute, bis demnächst.